Trecker sitzt ein Bauer. Ein Bootsbauer. Südafrika, Paarl, 60 Kilometer nordöstlich von Kapstadt. Hier lebt Familie Kolb, der ehemalige Bootsbauer Anton, genannt Toni Kolb. Wir spielen gerade ein Spiel, und zwar auf den Bildern müssen die Kinder mich suchen. Und ja, Marie hat mich schon gefunden. Auf dem Cover. Genau. Da ist nicht viel zu erkennen, außer Wasser. Wo hast du Daddy hier gefunden? Da. Da, okay. Oh, das ist aber gute Augen. Der gute alte Pokal hat natürlich da oben seinen Ehrenplatz auf dem Kamin, dass auch jeder Gast auf Mountain Shadows ihn sehen kann. Und die Geschichte muss ich dann 100-mal erzählen. Es ist die Geschichte vom größten deutschen Erfolg im Hochseesegeln. In 9 Etappen um die Welt. Ja, wir sind relativ schnell unterwegs. Heute waren wir 30 Knoten Wind und irgendwie so 20 bis 24 Knoten Bootsspeed. Bin gerade aufgewacht, deswegen noch ein bisschen verschlafen. Das hier ist eigentlich eines meiner absoluten Lieblingsbilder, ist von der Ilbrook Zieleinlauf in Kiel, unterschrieben von allen Crewmitgliedern. Ach, das war irre. Das war ja, man konnte von einem Ufer zum anderen laufen über die ganzen Schiffe, das Wasser hat gekocht. Das war Gänsehaut pur. Es war eine Stimmung, wie ich sie so noch nicht erlebt habe. 9. Juni 2002. Die Kieler Förde brodelt an diesem Sonntag. Ich wusste, der Zieleinlauf wird super und hoffentlich gewinnen wir das Ding. Und es sind vielleicht ein paar Segelbegeisterte, die da am Ufer stehen. Aber das, was Kiel da aufgefahren hat, ist ja wie wenn die Fußball-WM von Deutschland gewonnen wird. Also es ist, war gigantisch. Die Ilbrook ist am Ziel. Es ist das erste Mal und bislang einzige Mal, dass eine deutsche Yacht die härteste und spektakulärste Hochseeregatta der Welt gewinnt. Das Volvo Ocean Race. I have never seen anything like this. I will never see anything like this again. This is unbelievable. Der Skipper sagt Danke. 12 Mann aus 7 Nationen, fassungslos und überwältigt. I mean, this is incredible. Just incredible. 300.000. Auf dem Wasser, am Wasser. Und Kiel ist mehr als eine Landeshauptstadt. In Schleswig-Holstein liegt sie, die Sailing City Kiel. Und einen feiern sie ganz besonders. Den einzigen Deutschen an Bord, den Bootsbauer Toni Kolb. Wir waren die ganze Nacht wach im Prinzip und haben gekämpft, haben unser Boot so gut wie möglich gesegelt. War absolut Wahnsinn. War hart, aber ja, hat sich gelohnt, absolut. War fantastisch, fantastisch. Hier in Kiel reinzukommen, so viele Boote da draußen, so viele Fans, so viele Menschen. Fantastisch. Die Trophäe geht zunächst einmal an den Skipper, John Kostecki, USA. Den Boss von Kolb und der internationalen Besatzung. Der Initiator des gesamten Projektes ist er. Aus Leverkusen der Unternehmer Michael Ilbrook. Was für eine Energie, ne? Was für eine positive Energie damals. Ne? Wahnsinn. Also für uns war das sicherlich eine Mondlandung. Das ist einzigartig. Das ist irre. Das war ganz, ganz besonders. Startrampe, Southampton, Südengland.
Die erste Etappe die längste, 7.350 Seemeilen, gut 13.600 Kilometer bis nach Kapstadt in Südafrika. Weiter durch den Indischen Ozean nach Sydney, Australien. Dann Auckland, Neuseeland. Durch den Southern Ocean vorbei am Kap Horn. Und hoch nach Rio de Janeiro. Von Brasilien in die USA, Miami, Florida. Entlang der Ostküste, nach Baltimore, zurück nach Europa, über den Nordatlantik, nach La Rochelle, Frankreich und zum Schluss zwei Sprints, erst nach Göteborg und von dort nach Kiel. Wir wollten das Ding gewinnen. Wir wollten dieses Rennen gewinnen. Es ging uns auch nicht um einen, also Entschuldigung, dass ich da Leuten zu nahe trete, es ging nicht um olympischen Gedanken. Der einzige Grund, sowas Verrücktes zu machen, auch sowas Gefährliches zu machen, ist, um das Ding zu gewinnen. Die Vorbereitung beginnt 4 Jahre zuvor. Mit einem maßstabsgetreuen Modell. In einem Versuchsbecken wird der Schiffswiderstand und Strömungsverlauf simuliert. Kein anderer Konkurrent investiert so viel Zeit und Sorgfalt in die Vorbereitung wie Ilbruck. Einer der weltbesten Steuerleute, John Kostecki, bestimmt den Kurs entscheidend mit. Die besten Bootsbauer der Welt fertigen in Leverkusen die knapp 20 Meter lange Hightech-Yacht. Alles in Handarbeit und unter größter Geheimhaltung. Wenn man sowas macht, dann musst du das richtig machen. Oder du machst es nicht. Also es geht ja nicht, und da kannst du das alles berechnen. Nein, das kannst du natürlich nicht berechnen. Ist das ganze Budget? Ja, natürlich haben wir Budgets gehabt. Wir haben auch geguckt, dass wir da alle drin bleiben. Und wir waren auch, by the way, die das am günstigsten von allen gemacht haben. Aber vor allen Dingen, du brauchst Passion dafür. Das kannst du nicht. Deswegen hat das ja auch funktioniert. Es funktioniert auch, weil sie hart arbeiten. An der spanischen Atlantikküste. Ein knallhartes, körperlich extrem anspruchsvolles Trainingscamp. Kondition. Kraft. Koordination. Es wird selektiert. Simply the best für die Ilbruck Challenge. We're really looking at getting a group of people that can. Ich suche immer Leute, die gut miteinander klarkommen, die gut zusammenpassen. Unter schwierigsten Bedingungen, in extremen Situationen. Ja, ich arbeite hart dafür, die Richtigen zu finden. Das ist für mich der wichtigste Aspekt, um das Rennen am Ende zu gewinnen. Und der Bootsbauer Toni Kolb steigt plötzlich auf in den Kreis der Elite-Segler. Ich war von Anfang an bei Ilbruck eigentlich nur ein Bootsbauer. Als wir dann angefangen haben zu trainieren und zu segeln, haben wir unheimlich viele Neuseeländer, Australier, internationale Crew da gehabt, die getestet wurde, die Crew getestet wurde. Aber es waren eigentlich nie genügend, um 2 Boote zu segeln. Das heißt also, tagsüber musste ich mit segeln und nachts durfte ich schrauben. Und irgendwann war es dann so weit, dass eigentlich 11 Mann zusammen waren und der 12. hat noch gefehlt. Und da kamen sie dann doch irgendwann auf die Idee, dass der schon immer dabei ist, dann doch vielleicht auch gleich mitsegeln soll. Mit 2 baugleichen Trainingsbooten und 2 Crews wird monatelang getestet, um besser vergleichen zu können. Jeder Handgriff muss sitzen, Automatismen einüben, die Boote schneller machen. Am Ende die finale Entscheidung, welche 12 sitzen in einem Boot. Es gab ja eine Grundregel bei der Crew-Auswahl. Der erste, der im Boot war, oder die ersten beiden waren ja John Kostecki und Ross Holcroft. Und die haben von Mike die freie Entscheidung gehabt, welche neue Crew, egal welche Nationalität, an Bord kommt. Und immer wenn ein Neuer dazukommt, musste der Neue auch Ja sagen zu dem Nächsten, der dazukommt. Also zum Schluss waren es 11 Mann, die mussten Ja sagen, dass ich mit an Bord kam. Der Toni, der hat von Anfang an, hat der Kerl sich da eingegeben. Der hat sich, der hat das auch nie als, ich bin jetzt ein deutscher Segler und es ist meine Plattform, um der Held zu werden. Überhaupt nicht. Was er, glaube ich, dann auch geworden ist. So, das ist ja irre. Aber das ging nie darum. Southampton, 23. September 2001.
Start des Volvo Ocean Race. Für Toni Kolb ist es die erste Weltumsegelung. Captain Kostecki, der erste Mann an Bord. Der absolute Wunsch, Skipper, auch von ihm, Willi Illbruck. Der Grand Seigneur des deutschen Hochseesegelsports. Mit ihm hat alles angefangen, 30 Jahre zuvor. Die Firma aufgebaut, den Segelsport mit dem Geschäftlichen verquickt. Illbruck, das Kunststoffunternehmen in Leverkusen. Und tschüss, und 4000 Mitarbeiter haben unterschrieben, leben die Idee mit. Also mein Vater hat das schon gar nicht per Zufall, sondern er hat das tatsächlich erkannt, dass ein Kunststoffprodukt, also nehmen wir jetzt mal ein Fugendichtband oder ein medizinisches Produkt, um Mundbefeuchtung zu machen, so für Intensivpatienten, der hat das erkannt, dass dieses Unternehmen, sein Unternehmen, das eine Story braucht. Der Mann hat das unglaublich verstanden, dass das eine richtig gute, greifende, emotionale Sache ist. Der hat immer gesagt, ist doch tausendmal besser, bevor ich den Leuten am goldenen Löffel in Monaco den Kaviar serviere, ist es doch tausendmal besser, dass ich den am Weg von Scheveningen nach Gauss die Nordsee in die Fresse schlage. Das ist doch viel, viel besser. Da können Sie sich viel mehr dran erinnern als der Mist in Monaco. Also ich meine jetzt nicht, es ist alles schön und gut, aber so ist es doch. Gruppenbild mit Willi, bevor es auf die Reise geht. Der Nabel der Segelwelt ist an diesem Tag das Hafenbecken von Southampton. Die Aimer Sports 2 mit 12 tollkühnen Ladies. Die SEB aus Schweden. Noch ist der Mast dran. Ebenfalls aus Schweden die Assa Abloy. Sie wird der Illbruck bis zum Schluss einen erbitterten Feind liefern. An der Kanone Prince Andrew. Das Volvo Ocean Race 2001-2002 ist gestartet. Insgesamt 8 Yachten gehen auf die Hatz rund um die Welt. 32.700 Seemeilen, knapp 61.000 Kilometer. Am Rad der Skipper. Am Spinnakerbaum krabbelt Vorschiffsmann Toni Koll. Die erste Etappe ist natürlich die spannendste Etappe, weil man das erste Mal gegen die anderen Boote sieht, wo ist dein Speed, wie ist dein Speed, bist du schnell, wenig Wind, viel Wind, wie läuft es? Muss man auch gucken, ob die Crew dann wirklich zusammenpasst über so eine lange Zeit. Von Southampton durch die Biscaya, Nordatlantik, Südatlantik bis zum Kap. Und gleich auf der ersten Etappe wird es für einige der 12 Segelprofis eklig. King Neptune, go ahead. Okay, König Phyllis, Neptun, walte deines Amtes. Es gibt hier tatsächlich einige an Bord, die Äquatorlinie noch nie gekreuzt haben. Und Toni Kolb ist einer von ihnen und wird entsprechend getauft mit einer delikaten Suppe aus Abfall und Fischresten. Den Geschmack habe ich noch im Mund von diesem Flying Fish, den ich da im Mund hatte. Äquatortaufe ist für jeden Segler ein Highlight und war natürlich großartig. Last region. Seit gut einem Monat sind sie schon auf See. Die Illbruck liegt auf Platz 2, auf der längsten Etappe der Weltreise. Wir befinden uns in Tag 31 und es hat draußen 25 Knoten Wind. Ist wirklich richtig, richtig kalt. Ich habe alle meine Sachen an, die ich dabei habe. Jetzt wollen wir mal gucken, was es zu essen gibt. Spaghetti Bolognese today. Kommt die Soße drauf. Lecker. With special Parmesan cheese. Awesome. Just like mama.
Ein Mix aus Karamellbrei und Müsli-Resten. Sensationell. Unter Deck, schlafen, essen und die anfallenden Reparaturen. Risse im Spinnaker werden sofort genäht. Die Profisegler hocken rund um die Uhr aufeinander. Keine Rückzugsmöglichkeit. Keine Privatsphäre. Alle ziehen an der gleichen Leine. Du bist in so einem Tunnel drin. Und da ist nicht viel Zeit, um zu überlegen, warum einen der andere auf den Sack gehen könnte oder nicht. Da musst du durch. Da ist keine Zeit für persönliche Wehwehchen. Mindestens 4 Mann sind immer an Deck. Kurz vor Kapstadt noch ein nächtliches Unwetter. Und dann ist es geschafft. Als erste der 8 gestarteten Yachten erreicht die Ilbruck Kapstadt. Das ist einfach unglaublich. Ich glaube, für den deutschen Segelsport ein ganz großer Tag. Muss man sagen, ganz für den deutschen Segelsport ein ganz großer Tag. Ja, hat ja noch nie, wenn die erste Etappe haben wir gewonnen, da ist ja der deutsche Segelsport durchgedreht. Ne? Wir sind jetzt selbstbewusst, das Schiff ist in guter Verfassung. Wollen wir sehen. Aber es ist schon mal einen haben wir schon mal im Sack. Du musst auch mal als Erster um die Tonne segeln. Du kannst ja nicht immer darüber reden. Du musst das irgendwann mal machen. Klar, logisch. Also das bringt dir ja auch diesen Superprofis, das bringt denen ja auch Sicherheit. Nach 33 Tagen auf See, erstmals gewinnt eine deutsche Hochseejacht eine Etappe beim Volvo Ocean Race. Ein unfassbares Glücksgefühl, das noch Jahre anhalten wird. Der erste Zielort Kapstadt wird für Toni Kolb ein späteres Lebensziel. Da zieht es ihn hin. Er steigt aus. Vor 3 Jahren. Kapstadt war natürlich ein toller Punkt, den ich mit dem Volvo Ocean Race angesegelt habe. Und wir sind beide in Südafrika verliebt, schon seit vielen, vielen Jahren. Ja, und dann haben wir letzten Endes hier diese Farm gefunden in Paarl, Mountain Shadows. Wir pflanzen ein bisschen Wein. Wir wollen eine kleine Boutique-Winery machen. Wir haben viele Olivenbäume, mit denen machen wir Olivenöl. Wir haben 7 Gästezimmer, die meine Frau vermietet. Ja, das mache ich heute. Und ich bereue es keine Sekunde. Es ist ein wunderschönes Leben hier in Südafrika. Die Kinder gehen hier in die Schule und sind glücklich. Nee, macht Spaß. Tumulte. Hauen und Stechen an der Startlinie. Kapstadt, Start zur 2. Etappe. Die Jagd auf die Ilbruck ist eröffnet. Alle 8 Rennziegen kommen gut weg. ...6.550 Seemeilen liegen vor ihnen auf dem Weg durch den Indischen Ozean nach Sydney. Etwas mehr als 12.000 Kilometer. Der Wind nimmt zu, die knapp 20 Meter lange Yacht stampft durch die See. Und am anderen Ende der Welt bleibt der Chef fast immer auf dem Laufenden. Also wir haben viel Kontakt gehabt. Also wir haben sicherlich alle 2 Tage mit Satellitentelefon telefoniert. Und wir haben auch Übertragungen gehabt. Also wir haben sozusagen keine Skype-Calls gemacht natürlich, aber wir haben schon hier und da zusammen gesprochen. Wir haben gesprochen. Outside and totally wet. Windstärke 7. Steile See. Es wird heikel. In der Nacht nach dem Start, Wassereinbruch im Vorschiff.
forward bulkheads are both full to the brim of water. Bows under. Anruf bekommen. Mike, we're sinking. Okay. Okay. So. Und dann, so. Punkt. Eine Inspektionsluke zum Vorschlag ist herausgeflogen. Die Ilbruck droht abzusaufen. Ja, es wird natürlich vorne wahnsinnig schwer. Das heißt also, bei jeder Welle taucht es tiefer und tiefer vorne ein. Und wenn es vorne runter geht, geht es hinten hoch. Dann hast du natürlich weniger Rudereinwirkung, weil das Ruder weniger im Wasser ist. Und dann wird es schwierig zu segeln. Sie müssen abpumpen. So, we're officially sinking. What's going on, Wobbler? Oh, mate, we've had a little bit of a problem. Take a lot of jet of water in the front. Hinterm Kollisionsschott steht das Wasser. Wir wussten im ersten Moment nicht, was das Problem ist. Und wenn du Wasser im Vorschiff vor dem Schott hast, dann gehst du davon aus, dass da ein Loch drin ist. Ne? Und nicht, dass einer vergessen hat, den Deckel festzuschrauben oder der Deckel einfach rausgefallen ist. Mit einem Stück Bodenbrett dichtet Toni Kolb das Leck ab. Nur das Boot dann weiter zu segeln wäre unmöglich gewesen. Also wir hätten unter kleinen Segeln umdrehen müssen und zurück nach Kapstadt und das Boot rauskragen und gucken, was das Problem ist. Der Neuseeländer Stu Bettany hat sich die Stirn aufgeschlitzt, als er durch die vordere Bugsektion geschleudert wurde. Sein Landsmann Mark Christensen hat die Wunde grob genäht, zieht jetzt die Fäden. Ilbruck fällt auf den letzten Platz zurück. Rückstand 20 Meilen auf die Flotte. Das Volvo Ocean Race ist eben alles andere als Kaffeesegelei. Bruch ist unvermeidlich. Auch die Konkurrenten haben mit Problemen zu kämpfen. Mastbruch bei den Frauen der EMA Sports 2. Mit Notrick geht es in den nächsten Hafen. Neuer Mast, dann geht's weiter. Das gleiche Dilemma, Palme runter auf der schwedischen SEB. Noch schlimmer trifft es die EMA Sports One. Darmverschluss beim US-Amerikaner Keith Kilpatrick. Glücklicherweise das einzige Schiff im Feld, das einen Arzt an Bord hat. Navigator Roger Nielsen betreut den Kranken und fordert Hilfe an. Die Küstenwache bringt Medikamente und Schmerzmittel. 4 Tage später wird Kilpatrick von Bord geholt. Damit nicht genug. Kurz vor Sydney. Das gleiche Schiff, die EMA Sports One, läuft nach einer Patenthalse aus dem Ruder und legt sich aufs Rohr. Auf seiner 5. Weltumsegelung bricht sich Skipper Grant Dalton die Rippen und wird in Sydney abtransportiert. Es ist ihm ein wenig peinlich. Sydney. Nach dem Wassereinbruch und dem großen Rückstand gewinnt die Ilbruck sensationell auch die 2. Etappe. Das Boot ist schnell. Die Stimmung? So schlecht nicht. Bei der Ankunft vor der großartigen Kulisse, vor der Oper der Olympiastadt aus dem Jahr zuvor. Wir hatten eine harte Zeit da draußen, viel Wind, viel Wellen. War kalt, 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 nass, nass, nass. Und jetzt in Sydney zu sein, tolles Wetter, endlich auszutrocknen, ist großartig, großartiges Gefühl. The winner of the second leg of the Volvo Ocean Race around the world, Ilbruck, led by John Mustecki.
Wir sind ja da hinterher gewesen, da nachdem wir da abgesoffen sind fast, waren wir ja, ich glaube, wir waren 65 Meilen oder 70 Meilen hinter dem letzten, vorletzten Boot. Und dann kommen die Kerle da mit weitem Abstand als Erster an. Das ist ja schon deprimierend für den Wettbewerb, ne? Also das war schon so, boom. Am Hafen warten schon die Liebsten. Kind und Kegel reisen mit um die Welt. Familienzusammenführung an den jeweiligen Etappenorten. Teil des Konzepts. Das war für mich das Allerwichtigste, dass die Damen gut versorgt sind, dass die ihre Jungs begleiten, dass die auf so ein Boot kommen, dass die empfangen können, dass das Hotel... Also da bin ich ja manchmal ausgelacht worden und gesagt, was machst du da eigentlich? Da sag ich, pass auf, ihr habt überhaupt gar keine Ahnung. Wenn da Streit ist und da ist Theater und das nimmt er mit aufs Schiff, ja, dann denkt er doch erst mal zwei Wochen drüber nach. Das geht überhaupt gar nicht. Also das war dieses Management von den externen dynamischen Dingen, die da passieren. Das war viel, viel wichtiger als die Jungs. Die Jungs, die haben das hingekriegt. Das war überhaupt kein Problem. Sydney nach Auckland. Teil 3 der Weltreise. Nur 3.800 Kilometer. Aber die werden lebensgefährlich. Wetterumschwung, Sturm, Windstärke 9. Großsegel gerefft und plötzlich glauben sie, ihren Augen nicht mehr zu trauen. Der gefährlichste Moment war dieser Moment. Das war mit Abstand das Gefährlichste, was die da gesehen haben. Weil es ja unberechenbar war. Ein Twister nähert sich stetig. ~200, 150 Meter. Also es ist Wind aus allen Richtungen, viel aufgewirbeltes Wasser. Und ja, man hoffte eigentlich nur, dass der so schnell wie möglich in eine andere Richtung abzieht. Aufnahmen von einem anderen Boot. Kompliment an den Seemann mit der Kamera. Das war eine unglaubliche Wassersäule, wie in einem schlechten Film. Sie kam immer näher auf uns zu. Der Lärm, der Wind, allein der Anblick war unwirklich. Als du dann in die Koje gegangen bist und dir mal überlegt hast, was du so von Twistern gehört hast und was die alles machen können, das war schon ganz schön knapp. Auckland. Alle sind einigermaßen heil in der Box, die Ilborg herausgekrant. Die schwedische Assa Abloy schafft den ersten Etappensieg, Ilborg wird Vierte, behält aber die Gesamtführung und wird nach der ruppigen Tour behutsam, zärtlich gehegt und gepflegt. Definitiv war die Ilborg damals mein Baby. Also das ist schon schwer gefallen, als dann alles vorbei war und die Ilborg wurde verkauft. Da musste ich dann nochmal nach Rostock und mit denen einmal segeln gehen und ihnen alles zeigen. Aber da bin ich schon mit dem weinenden Auge weggefahren, als das Baby weg war und dann auch, als es nicht mehr grün war. Inzwischen ist sie blau. Und die Ilborg heißt nicht mehr Ilborg. Einsatzrevier Ostsee statt der Weltmeere. Die Firma Speed Sailing in Rostock hat die ruhmreiche Yacht vor Jahren aufgekauft und umbenannt. Auf der Glashäger bietet sie nun Segelschulungen, Teambuilding-Maßnahmen und Betriebsausflüge an. Geschäftsführer Martin Kringel kennt jede Ecke, jeden Winkel auf dem alten Volvo Ocean Racer. Unter Deck alles unverändert. Wir befinden uns im Vorschiff jetzt vom Schiff und das sind hier die Kollisionsschotten, die Jungs von der Ilborg damals auch intensiv nutzen mussten, als sie auf der zweiten Etappe ihren Wassereinbruch hatten. Das lässt sich alles öffnen. Jo, dann haben wir hier die legendären Rohrkojen. Bis heute eigentlich ein sehr bewährtes Prinzip, sehr einfach. Wenig Gewicht, viel Funktion. Die Leute, die dann mal irgendwie eine Stunde frei hatten, konnten sich dann hier
reinlegen. Und damit sie nicht rauskullern, haben wir hier diesen Flaschenzug. Zwei Mann teilen sich einen Schlafsack. Zwei Paar Socken pro Etappe müssen reichen. Tony in the top bunk and Jamie Kippenhardt in the bottom bunk. Nachdem du von Deck kommst und du kriegst den Schlafsack, dann stinkt der Schlafsack zwar, aber er ist auch noch warm von dem, der vorher drin lag. Und das ist dann schon angenehme Wärme. Der Geruch ist nicht gut. Hier sitzen wir jetzt im Gehirn des Schiffes, könnte man sagen. Hier saß Juan Vila und hat sinniert über Kurs und Wetter und was ist die beste Option, welches Routing wählen wir, was erzähle ich den Jungs da oben, wo sie langfahren sollen. Ne? Und auch hier haben wir versucht, alles möglichst zu erhalten. Das ist einmal hier diese drehbare Bildschirmeinheit mit einer kleinen Tastatur, was wirklich alles auch noch original ist. In der Navi-Ecke neben Skipper John Costacchi der Navigator. Mit einer Bärenruhe der Spanier, Juan Vila. Ja, also hier, wir sind jetzt im Prinzip vorm Mast, gleich neben der Küche. Da ist die berühmte Kevlar-Kloschüssel. Extra leicht. Willkommen im Bad, Badezimmer von unserem Volvo Ocean Racer, wo 12 Mann sich das dann geteilt haben. Das Ganze kardanisch einstellbar sozusagen auf die jeweilige Schräglage des Schiffes, sodass man dann sich das ganz bequem so einstellen konnte, dass man dann einfach auch waagerecht sitzt und dann schön einkeilen in der Welle und dann entspannen. Ne? Und dann kann man hier prima sein Geschäft verrichten. Im Prinzip sitzt man hier mitten im Salon, um sein Geschäft zu vollbringen. Es ist anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn die Jungs da drüben schlafen und man hier sitzt. Aber so ist es bei uns an Bord auch, 60 Fuß. Jetzt blank, ne? Ja, hier ist der Zahnbürstenhalter. Das war hier durchnummeriert, ne? Jedes Crewmitglied eine Nummer. Und dann hat man auch immer seine Zahnbürste mit Chance wiedergefunden, wenn man sie in der richtigen Tasche hatte. Eine Tube dazu und das muss reichen für alles. Ging ja auch immer um Gewichtsersparnis. Ne? Teilweise haben sie die Zahnbürstenstiele noch abgesägt, weil das spart ja auch noch mal 2-3 Gramm. Das war ja alles rationiert und da war die Zahnbürste ab. Wir haben ja auf das Gewicht geachtet und alles. Das war schon. Ja, wenn du so etwas machst, dann musst du halt im Millimeterbereich auch arbeiten. Auch in den Häfen. Spielplatz für die Shore-Crew. Die Landmannschaft also, sie hat gleichermaßen Anteil am Erfolg. Es ist eine große logistische Herausforderung, in den Etappenhäfen komplett versorgt zu sein. Vom kleinen Schäkel bis zum Ersatzmast, vom Proviant über die Unterkunft bis hin zum Zahnarzttermin. Diese Jungs arrangieren alles prompt und zuverlässig. Das sind jetzt die 3 Airfrachtcontainer, die jetzt von Auckland am Montag nach Rio gehen. Das sind so ein paar Ersatzsegel und dann so ein paar Ersatzteile wie medizinische Sachen und ein bisschen Kleidung. Da sind noch mehr Segel drin. Und dann haben wir jetzt 3 Container, die also zu unserem zweiten Set gehören, der also jetzt am Dienstag per Frachter von Auckland nach Miami geht. Und der andere Containersatz, der genau auch ebenfalls aus 3 40-Fuß-Containern besteht, ist schon unmittelbar in Rio im Moment und wartet auf unsere Ankunft, wo wir dann unser Camp aufbauen werden. Auckland auf der Nordinsel Neuseelands. Flat Main. Start zur 4. Etappe. Ende Januar 2002. Noch ist es ganz mollig. 6.700 Seemeilen, 12.400 Kilometer vorbei am Kap Horn bis nach Rio de Janeiro. Die zweitlängste Etappe. Too big for your rumbo, that one, Waffler. Was für ein Klotz. But damn impressive. Beeindruckend, schau mal da, diese riesen Eisberge da drüben. Sie befinden sich im südlichen Pazifik. What do you reckon, fellas? Es wird richtig schattig. Well, Lion. Out here in the Southern Ocean, as you can see. Spiegelglatt ist es auf Deck,
Schneeschauer im Southern Ocean. Und ein kleiner Schokoriegel zur Belohnung. Die Jagd durch das Südpolarmeer ist ein Rennen im Zickzack. Immer um die bedrohlichen Eisberge herum, lebensgefährlich. Der größte Teil des Eisbergs ist unter Wasser und das, was oben raussteht, das sieht man zwar auf dem Radar, aber das geht auch bei Nacht, bei Dunkelheit auch so schnell und auch an jedem Eisberg schwimmen eben die Crawlers, die Eiswürfel rum, die auch schon erheblichen Schaden am Schiff anrichten können. Und du bist halt total übermüdet, du bist kalt und kämpfst eigentlich jeden Tag und kannst nur hoffen, dass du eine Top-Crew hast. Eiskalter Wind. Immer wieder Böen um die 40 Knoten. Eine sogar mit 47 legt die Illbrook auf die Seite. Spinnaker platzen. Where you going, mate? I don't know. I'm going mad, I think. Und dann verfängt sich auch noch irgendetwas in der Ruderanlage. Jamie Gale, der Mastmann. Eisberge, Haie. Nützt ja nichts. Am Ruder haben sich Algen und Seegras verfangen. Einer muss nun mal rein, um die Angelegenheit zu bereinigen. Auf unserem Weg hierher haben wir einmal einen Hai am Kiel gehabt. Wir sind mit 20, 25 Knoten dahin gesegelt. Und auf einmal hat Krusty so einen Rücken im Boot gespürt und dann hatten wir so einen Hai einmal um den Kiel geklappt gehabt. Mussten dann den Spinnaker runternehmen und ein bisschen rückwärts segeln, damit wir den Hai wieder loswerden. Sonnenaufgang am Kap Horn. 10. Februar. Hey, Conny. Going around Cape Horn. Nach der Äquatortaufe ist es nun die nächste Premiere für Toni Kolb. Das ist der Meilenstein eines jeden Hochseeseglers. Wenn du einmal ums Kap Horn bist, dann kannst du gegen den Wind pinkeln. Nach 23 Tagen und 6 Stunden ist das Ziel erreicht. Rio de Janeiro. Welch ein Kontrast. Eben noch im Schneesturm, jetzt an der heißen brasilianischen Ostküste. Die Illbrook läuft zum dritten Mal als erste ein und baut die Führung in der Gesamtwertung aus. Belohnt mit südamerikanischer Gastfreundschaft. Und es klingeln immer noch die Ohren nach diesem vierten, diesem so tückischen Teilstück. For sure the hardest race in my career. I mean, combination of the Southern Ocean, the ice, the cold. Mit Sicherheit das härteste Rennen in meiner Karriere. Die Kombination im Südpazifik, das Eis, die Kälte. Und dann die letzten 4 Tage, das war nervig. Und als Skipper habe ich natürlich die Verantwortung. Eine erstaunliche Einschätzung eines der erfahrensten Profisegler der Welt. John Kostecki aus Pittsburgh, Pennsylvania. 10-facher Weltmeister in verschiedenen Bootsklassen. Olympiasilber im Soling 1988. Unumstritten der Boss an Bord. Im Wortsinne mit allen Salzwassern gewaschen. Ich würde beschreiben, an Intensität nicht zu überbieten. Der bringt eine positive Intensität, die ist unglaublich. Weil er die Leute mitnehmen kann? Ja, klar. Ja, und mitnehmen. Und vor allen Dingen fachlich überzeugend. Ich meine, jeder weiß, Segelsport ist ein technischer Sport.
da musst du schon irgendwie, also da musst du irgendwie schon ein bisschen was können. In jedem Hafen das gleiche Prozedere. Proviant bunkern für die anstehende Etappe. Trockenfutter, spart Gewicht. Alles genauestens rationiert und portioniert. Schöne Kekse, Jack-in-Kekse schmecken nach gar nichts. Powerbars, ganz wichtig. Erdnussbutter. Apricot Chicken für 6 Personen. Ja, so sieht bei uns ein Tag. Ja, und was passiert, wenn die Crew mal so ein bisschen mehr Hunger hat? Dann haben wir Pech gehabt. Weiter geht's über 4450 Seemeilen. Vor der imposanten Kulisse des Zuckerhuts von Rio nach Miami. Sie haben den Wassereinbruch gestoppt, den Twister überstanden und keinen Eisberg gerammt. Aber das nächste Unheil naht. Die schwedische SEB. Gleich am ersten Tag der 5. Etappe rammt die SEB die Ilbruck. Keine Kamera hat den Crash eingefangen. Die Schweden haben die Kollision verursacht. Ein kapitaler Schaden am Bug. Bei der Ilbruck, Backbord, am Heck. Die Schäden, eine abgebrochene Doppelrelingstütze und ein fettes Loch an der Bordkante. Die Kollision hat uns total überrascht. Wir waren mitten auf der See, mitten am Tag. Wir hatten Wegerecht und dann, keine Ahnung, sie haben sich komplett verkalkuliert. Später noch mehr Pech. Toni muss 2 Risse im Vorsegel, im Code Zero, flicken. Die Ilbruck fällt zwischenzeitlich auf den letzten Platz zurück. Kleinere Schäden werden an Bord behoben. Die deutsche Yacht holt auf, aber zum Sieg reicht es am Ende nicht. Nach 17 Tagen kommt die schwedische SR-Abloy als erste ins Ziel. Und spätestens ab jetzt ist die Crew um Skipper Neil MacDonald härtester Verfolger von Ilbruck. Die erreicht Miami eine Stunde später, als zweite, behauptet aber die Führung in der Gesamtwertung. Super gutes Wetter, super guter Wind, Sonnenschein. Ich freue mich tierisch auf den 3 bis 3,5 Tage Sprint hoch nach Baltimore. We are over. We have to return on the line. Wir sind drüber. Wir sind über die Linie gefahren. Verdammt. Wir sind drüber über die Linie. Frühstart. Ilbruck muss umkehren. Alles noch einmal von vorn. Komplettes Chaos in der Startphase vor Miami. Die einen fahren hoch, die anderen wieder runter. Zurück zur Startlinie. Aber Ilbruck hat diesen Fehler nicht exklusiv. Insgesamt 6 Schiffe vermasseln den Start. Wichtig, das Dilemma zügig abhaken. Die haben die Fähigkeit, das abzuschütteln. Das zutiefst zu analysieren und da auch reinzugehen, aber dann zu sagen, okay, gut, super, dass das passiert ist, passiert uns nicht mehr. Michael Ilbruck, der Eigner, erlebt den Start hautnah mit. Ist selbst mit an Bord, als das Chaos losbricht. Und verpieselt sich mit einem kühnen Sprung vom Heck der Ilbruck. Ja gut, du musst ja irgendwie von dem Boot runterkommen. Und dann gab es kein Beiboot, so ein Rib mit Gummi an, so ein Luft-Inflated-Ding, sondern nur so eine Aluminiumkiste. Und da kannst du ja nicht, das ging ja nicht. Okay, da springe ich halt im Wasser, ist doch egal. Völlig egal ist den Damen von der EMA Sports 2,
was die Herren der Konkurrenz an der Startlinie so veranstalten. Die Ladies halten sich zurück, schön defensiv, und liegen prompt in Front. Vor SR Blau. Die Damen machen uns komplett nass. Guck dir das an. Zum ersten Mal fahren die Frauen von der EMA Sports 2 vorweg. Es bleibt das erste und einzige Mal. Die Crew um Skipperin Liza McDonald macht einen super Job. Sie steckt den Mastbruch weg, handelt alle Komplikationen überaus professionell. Allerdings, unter Deck wird es regelmäßig haarig. We found the winner of Bad Hair Day competition. Nichts hassen Segler mehr als das. Flaute. Nichts geht mehr. Auf dem Weg nach Baltimore. Zeit für einen Ausflug. 28 Meter über dem Wasser in der Chesapeake Bay. Ich bin hier oben im Mast. Einer meiner Lieblingsarbeitsplätze sozusagen. Im Southern Ocean, bei großen Wellen, Kälte, dicke Handschuhe an, ist es hier oben nicht immer ganz so gemütlich. Und ja, heute haben wir hier total flaches Wasser in der Chesapeake. Und man kann schon merken, es bewegt sich hier oben. Also wenn unten am Boot alles ganz ruhig ist, hier oben bewegt sich das, da schaukelt es rum. Und dann gerade im Southern Ocean bei den großen Wellen, da purzelt man hier oben wirklich richtig rum. Damit ihr euch mal was vorstellen könnt, wie hoch es hier ist, drehe ich jetzt einmal die Kamera hier runter. 28 Meter in der Chesapeake Bay. Damals auf einer GFK Hightech Yacht, heute im Sperrholz Opti. Früher die Weltmeere, heute ein Tümpel. Sein altes Ölzeug hat er noch. Hat es aus dem Schuppen geholt. Der Landwirt Toni Kolb, der sich vom professionellen Segeln längst verabschiedet hat. Ich habe, nachdem ich aufgehört habe zu segeln, ja eine Autowaschstraße in Bremen eröffnet, hatte dann also immer noch jeden Tag nasse Füße, habe aber so ziemlich zum Segeln aufgehört, habe dann immer mal wieder versucht, mal hier mit zu segeln und da mit zu segeln. Aber wenn du halt von einem hohen Niveau kommst und dann wieder mit irgendwelchen Amateuren da durch die Gegend zu segeln, da habe ich nie so richtig Spaß dran gefunden. Ostküste USA über den Atlantik zurück nach Europa. Und das wird mehr als eine Spritztour. Ende April. Im Golfstrom geht die Post ab. Günstige nordwestliche Winde, ideale Bedingungen für Höchstgeschwindigkeiten. Jetzt wird's gleich richtig nass. Der mitlaufende Strom schiebt mit 2 bis 3 Knoten. Seit 12 Stunden läuft die Ilbruck mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 20 Knoten. Das sind bummelig 37 km/h. Wir sind relativ schnell unterwegs heute, wenn man mit 30 Knoten Wind und irgendwie so 20 bis 24 Knoten Boot spielt. Ich bin gerade aufgewacht, deswegen noch ein bisschen verschlafen. Wir haben ungefähr noch 4-5 Tage bis La Rochelle. Das ist absolut eine super schnelle Zeit. Wir hatten, denke ich, die ganze Strecke soweit super guten Wind. Die Segelmaschine wird schneller und schneller. Ein Traum. Für Segelprofis. Sie pushen das Boot bis an die Grenzen der Belastbarkeit. Und dann die Meldung von der Regattaleitung. Neuer Weltrekord für Einrumpfboote. 473 Seemeilen in 24 Stunden. Das
just got a message from the race headquarters. We broke the world monohull world record, and our present mileage is 473 miles in 24 hours and 1534 GMT today. Thank you. Dafür war das Ding gebaut. Dafür war das Schiff gebaut. Und deswegen war das dann auch irre, ne? Später verbessern sie den Weltrekord sogar noch einmal. Auf 484 Seemeilen, also 896 Kilometer in 24 Stunden. Stellen einen neuen Speedrekord auf, 72 km/h. Wir sind wirklich sehr glücklich darüber. Und ich bin stolz auf meine Männer. Alle haben hart gearbeitet. Ein Dankeschön auch an die Landmannschaft. Die haben das Boot bestens präpariert. Wie lange hält der Rekord? Ich glaube nicht, dass er in diesem Jahrhundert gebrochen wird. Er wird sich irren. La Rochelle in Frankreich, das drittletzte Etappenziel. Sie feiern den nächsten Erfolg und weiterhin die Gesamtführung. Die Jungs von der Assa Abloy sagen nur Hallo. Das sind noch keine Glückwünsche. Danke und Abschied aus Frankreich. Mit einem ganz schlechten Start für Ilbrooks größten Konkurrenten. Assa Abloy nimmt die Ankerleine von der Starttonne mit. Und das ist blöd. Hektik auf dem schwedischen Ocean Racer. Zwei Mann machen sich klar, springen außenbords, um die Leine zu kappen. Assa Abloy verliert Zeit und fällt nach ganz hinten zurück. Die Schweden an letzter Stelle, auf dem Weg durch die anstehenden Schikanen. Die stürmische Biscaya, den vielbefahrenen Ärmelkanal, durch die Nordsee und dann durch Skagerrak. Aber sie kämpfen sich wieder heran, wählen den besten Kurs und holen Platz um Platz auf. Am Ende gewinnt Assa Abloy noch die vorletzte Etappe, auf Platz 1 in der Heimat, in Göteborg. Ilbrook nur auf Platz 4. Dann saßen wir zusammen und dann haben wir, was passiert denn, wenn? Ne? Und dann habe ich die Frage, wo ich gesagt, Jungs, alle zusammen, wenn wir das nicht schaffen, okay, dann schaffen wir das nicht. Aber es war in sich schon bis jetzt unfassbar. Was haben wir erreicht? Ich meine, da geht ein Schiff um die Welt. Das ist doch der Wahnsinn. Göteborg, der 8. Juni 2002. Ausnahmezustand in der schwedischen Hafenstadt. Von Göteborg nach Kiel, ein Spurtrennen zum Abschluss. Schlappe 218 Seemeilen. Ilbrook kommt gut aus den Scheren heraus. Sie haben den Sieg so dicht vorm Bug. Aber jetzt darf nichts mehr passieren. Was keiner weiß, wir sind ja auf Grund gelaufen da, unter so einer Brücke. Und dann sind wir da auf Grund gelaufen und hingen da und haben das Ding dann versucht, von diesem Ding runterzubringen. Das ist dann geglückt. So. Also das kann auch schief gehen. Du musst damit leben, dass es schief geht. Im Segelsport sowieso.
Ilbruck oder Assa Abloy. Nur diese beiden Yachten kommen für den Gesamtsieg in Frage. Beide belauern sich. Die Taktik bis nach Kiel ist relativ simpel. Den Konkurrenten nur nicht aus den Augen verlieren. Die Schweden abdecken, egal wo sie sind. Wenn Assa den Kurs ändert, geht Ilbruck mit. Viele haben die gleiche Idee für einen Sonntagsspaziergang. An diesem 9. Juni vor 18 Jahren. Man trifft sich an der Kiellinie. Spannungsgeladenes Warten auf die Ankunft der Weltumsegler. Und draußen, eingangs der Kieler Förde, formiert sich das Empfangskomitee. Als wir dann näher und näher nach Kiel kamen, habe ich gesehen, dass uns mehr und mehr Motorboote, Segelboote verfolgen. Und je näher wir nach Kiel wurden, irgendwann konntest du über die Förde laufen. Es ist vollbracht. Die Schweden geschlagen. Als erstes deutsches Boot gewinnt die Ilbruck das Volvo Ocean Race. Und schafft es in die Hauptnachrichtensendung. Als erste deutsche Segeljacht hat die Ilbruck das Volvo Ocean Race gewonnen. Insgesamt 8 Boote waren im September vergangenen Jahres in Southampton gestartet und erreichten nach mehr als 60.000 Kilometern am Abend die Kieler Förde. Wir waren da in der, ich meine, du musst dir vorstellen, kommt der Segelspruch in die Tagesschau. Da weiß ich ganz genau, wie der Andreas gesagt hat, du musst jetzt mitkommen, wir kommen in die Tagesschau, was will ich denn in der Tagesschau? Und dann war da so ein Ding, da musste man sagen, das ist ja irre. Es war schon interessant, dann nach dem Rennen, auf was für Fernsehsendungen und Interviews und Stefan Raab und wo ich nicht überall hin musste. Und da habe ich eigentlich erst gemerkt, was das für eine Publicity eigentlich ist. Die Trophäe Fighting Finish in den Händen von John Kostecki. In den Köpfen knapp 33.000 Seemeilen. Feuchte 61.000 Kilometer über die Weltmeere. Und bislang ein einmaliger Erfolg für den deutschen Hochseesegelsport. Die Feier danach, das war ja der Wahnsinn. Da war ein Zelt für 500 Leute, da waren 2.500 Leute drin. Also, da war kein Social Distancing. Ne? Da hat der Toni Kolb auch seine Frau kennengelernt. Später ist er irre. Wir hatten abends natürlich wieder ein Zelt und Riesenparty mit Familie, Freunden, Segler, die ganze Ilbruck-Familie, Sponsoren, Journalisten. Es war eine Riesenparty und an der Gin Tonic Bar habe ich dann meine jetzige Frau kennengelernt. Okay. Und ist dann, vor 3 Jahren, mit Kim und den 4 Kindern in die Ferne gezogen. Hat einen festen Platz gefunden, an Land. In Paarl, in der Nähe Kapstadts. Ja, so enden unsere Abende in der Regel, ne? Ja. Jeden Abend ein südafrikanischer Brei. Heute gibt's bisschen Steinpilze und ein bisschen Lambchops. Rosé von der eigenen Farm, von selbst gemacht. Cheers, Schatz. Cheers. Und wir genießen den wunderbaren Sonnenuntergang hier. Im Vollwaschgang ging es um die Welt. Und dieser so zuverlässige Racer hält die Erinnerungen am Leben. Ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt und noch, dass sie in Rostock ist, aber das ist ja klasse. Würde ich gerne mitkommen. Dass das Schiff so mit so viel Respekt und so viel Liebe und behandelt wird, das finde ich super. Finde ich ganz, ganz toll.